Dann schauen wir uns mal hier noch ein bisschen weiter um. Weil hier habe ich jetzt echt noch keine Mini-Nashörner gesehen. Wo sind wir denn jetzt? Ah, hier. Das schauen wir uns auch mal an hier, was das hier ist. Beim Vorbeigehen immer gerne ein paar Pflanzenfaser ausrupfen. Da in der Mitte sehen wir den krassen Turm. Ah, da ist irgendein Gebäude. Oh. Oh, ich glaube, die haben uns nicht gesehen. Ist alles voll mit Nashörnern. Ja, hier muss es doch auch Mini-Nashörner. Ah, guck mal. Oh. Ich glaube, das Nashorn hat uns gesehen. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt. Ein Pferd! Ein Pferd! Ich habe ein Pferd! Zwei Pferde! Wir haben zwei Pferde. Ja, wir haben zwei Pferde. Eins. Hier. Ripley, nimm das mal. Eins. Zwei. Können wir endlich einen Pferdestall bauen? Wir haben Pferde gefunden. Das heißt, wir müssen bald nicht mehr zu Fuß latschen. Das ist wunderbar. Gott sei Dank haben wir endlich einen Träger, ey. Meine Güte. So, jetzt haben wir hier Schwefel wahrscheinlich. Ja, das ist gut. Und irgendeine krasse Pyramide. Wir kommen jetzt wahrscheinlich gleich irgendwelche total üblen Viecher raus. Was ist das denn hier? Ein Hebel. Ich habe jetzt hier eigentlich noch keine große Lust, hier dran zu ziehen. Und hier. Da grunzt was. Vielleicht kommt man da dann hier rein. Das sieht unangenehm aus hier. Den Dungeon-Eingang fast oder so. Was ist das hier? Eis. Eis und Schwarzeis. Okay. Mal noch Eisen. Also, hier gibt es Eis und schwarzes Eis. Das ganze Eisen nehmen wir mal mit. Hier ist überall so eine Plattform mit dem Hebel. Muss man da wahrscheinlich irgendwie. Das mache ich mit Ron zusammen. Dann sterben wir wenigstens gemeinsam. Da traue ich mich jetzt nicht. Hab ich Angst. Das schwarze Eis nehmen wir auch gleich mit. Das Eis schmilzt uns jetzt natürlich. Eine Kühlkiste können wir jetzt natürlich noch keine bauen. Da brauchen wir. Oder? Ab wann kann man denn eine Kühlkiste bauen? Das ist jetzt die Frage. Ab wann können wir eine Kühlkiste bauen? Pass mal auf. Kühlkiste. Die gibt es hier irgendwann, irgendwo. Beim Überleben. Ja, die. Wann kriegen wir eine Kühlkiste? Koch. Da, nee, hier. Ab. Ja, 43. Super. Stufe 43. Das hilft uns jetzt. Das hilft uns jetzt noch nicht so wirklich weiter. Hier ist auch ein Hebel. Hier ist Schwefel. Also das können wir uns gleich mal merken, dass es hier in jedem Fall Schwefel und Eisen gibt und schwarzes Eis. Und anscheinend keine Gegner. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Es gibt ein komisches Geräusch von sich. Was ist das? Flurschrein des Dämons. Okay, hier ist anscheinend eine Karte oder sowas. Einen Flurschrein untersuchen. Reiseschritt, okay. Ah, apropos, wir können mal gucken, ob wir Punkte. Ja, wir können schon wieder einen Haufen Punkte vergeben. Ich gebe mir hier mal noch mehr auf Vitalität. Ja, noch ein bisschen was auf Stärke, das ist gut. Was ist das denn hier?
Defekte Barrikadensteuerung. Okay, da muss man anscheinend... Hey, gibt es irgendwelche Rätsel? Da muss man da anscheinend was reparieren oder was, wenn ich das jetzt anklicke. Okay, da muss man irgendwas zusammenbauen. Na gut. Und dann, weiß ich nicht, kann man dann hier rein oder... Ja, keine Ahnung. Hier kann man hoch. Ah, okay. Lädensteuerung. Und hier ist ein Hebel. Was passiert, wenn ich jetzt den Hebel ziehe? Flut entfesseln. Fehlende Zutat wirbeln das Chaos. Ah ja. Okay. Okay, also hier gibt es irgendwelche Rätsel und Sachen, Rätsel und Sachen, die man hier machen muss. Cool. Ja, jetzt bauen wir das hier auch gleich noch ab, ein bisschen Kohle können wir brauchen. Zwei Pferde haben wir. Das ist super. Können wir da mal einen Pferdestall bauen. Müssen wir da ein paar Reittiere kriegen. Perfekt. Mal sehen, ob es hier noch was gibt. Oh, da ist noch ein Fohlen. Ja, das lassen wir jetzt mal da. Sind die jetzt schon wieder respawned? Oder was ist mit denen? Wo sind das andere? Ja, zwei reichen ja erstmal. Die sind ja gar nicht so weit weg. Das passt doch. Das passt doch. Alles gut. Oh. Das Teil. Das sieht aus wie ein Tiger. Auf den habe ich gerade auch keinen verstärkten Bock. Oh nein. So, jetzt sind wir hier. Ich würde gerne auch mal hier entlang gucken, eigentlich gerne. Da lang. Also hier gibt es jede Menge Pferde. Hier auf der Map. Direkt in der Nähe hier von diesem Flurschrein. Oh, da ist so ein Dämonenviech. Das sind schon wieder blöde Steinnasen. Ich mag die nicht. Nee, da habe ich jetzt echt die falsche Waffe. Da brauche ich echt eine Waffe mit Armor Penetration. Also mit Rüstungsdurchdringung. Weil das ist sonst halt nix. Ne? Also wir können jetzt hier oder wir gehen mal hier hin. Nee, wir bleiben mal hier auf der. Ich will nicht zu den Steinnasen. Wir gehen mal dahinter zu der Flut. Vielleicht
Kriegen wir da ja auch cool. Wo ist denn das? Da oben auf dem Berg oder was? Ah, da rennt wieder der Viech da. Tiger. Ich bin schon feige, ne? Tja. So ist das halt. Ganz schön feige. Und da in der Mitte ist der Tower. Da sind wir jetzt eigentlich da schon kurz vor der Map-Mitte. Also, ich habe es auch schon 100-mal gesagt, aber die Map ist wirklich, wirklich klein. Ah, hier gibt's mehr. Hier gibt's bestimmt junge Tiger oder was auch immer. Die gibt's hier bestimmt. 100 pro. Okay, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich packe mir meine Bettstatt hin. Ich will jetzt mal so einen Tiger angreifen. Ach, was ist das denn jetzt hier wieder? Komm, genau. So, ich will den jetzt mal angreifen. Ich will jetzt hier so einen Tiger angreifen. Komm mal her. Jetzt kommen wahrscheinlich drei angerannt, irgendwo aus dem Gebüsch gesprungen oder weiß ich nicht. Werden uns töten. Ich hoffe, wir kriegen ihn kaputt. Braunrote Dschungelkatze. Gib mir deinen Kopf. Gibt es überhaupt Köpfe von denen? Oh, ich sollte mich vielleicht erstmal verbinden, bevor ich hier sterbe. Also es geht. Zumindest mit einem Kompagnon. Tigerkopf. Okay, die geben Tigerköpfe. Ganz normal. Brauche ich jetzt meine Bettrolle. Ja, ist wurscht. Die lassen wir jetzt einfach mal da. Ist ja egal. Ich hätte gern von dieser braunroten Dschungelkatze ein Baby. Wie wär's denn damit? Das wäre doch nett. So ein netter Begleiter. So ein Tierchen. Wenigstens steht hier nicht alles voll mit denen. Also ist wirklich mit den Baby-Tieren ist es gar nicht so einfach anscheinend. Aber wir brauchen uns gar nicht beschweren. Wir haben einen Strauß, einen Küken. Oh oh. Wir haben einen Strauß, einen Küken. Und jetzt rennt er weg. Achso, der greift jetzt hier den Hirsch an. Ja, dann nutzen wir doch die Gunst der Stunde. Was für ein Gemetzel. Au. So. Ziehen wir mal das Fell ab. Dem auch. Oh, die geben Fell. Das ist super. Fell werden wir auch irgendwann brauchen. Genau, so. Alles hier rein. Ah, das war's schon. Das ist aber auch neu, dass die Träger so wenig Platz haben. Kann ich da noch was rüber? Ne, kann ich tatsächlich nicht.
Da ist schon Ende hier mit den Trägern. Das war früher auch ein bisschen mehr. Aber immerhin. Besser als nix. Besser als in Hosen geschissen, wie man bei uns sagt in Bayern. Jetzt könnte man, da müssen wir da hochkraxeln, ja, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, Leute, da hoch zu kraxeln. Was gibt's denn hier? Wo sind wir denn jetzt? Genau hier. Komm, wir schauen mal, was es hier auf der Ebene so gibt. Schönes. Nix, anscheinend nix. Ja, Steinlasen. Was hat denn da geschrien? War es ein Elefant oder was? Ja, nehmen wir noch ein paar Pflanzenfasern mit dazu. Oh. Oh. Da steht ein Boss. Also wahrscheinlich ist es ein Boss. Wir rennen jetzt mal Richtung Mitte da, Richtung Turm. Schauen wir mal, was es da gibt. Das sieht auch interessant aus hier. Ja, wir brauchen ja dann eh noch mal einen endgültigen Platz, wo wir unsere Base dann bauen werden. Einen schönen großen Platz, wo wir bauen werden. Das, was wir jetzt haben, das ist ja eher so eine kleine Übergangshütte, dass wir halt mal was haben und so unsere ersten Schritte gehen können. So, da ist das große Auge, der große Sturm. Hier gibt es echt gar nicht mal viele Viecher. Da unten ist eine Spinne. Die töten wir mal. Wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich nah am Turm. Nur noch ein bisschen Eisen. Das muss man hier mal schnell reparieren. Eisenpickel. Da ist noch eine Spinne und noch mehr Steine. Nee, ich hab keine Lust auf Steinnasen. Sehr weit haben wir jetzt den Pickel aber nicht repariert, doch. Mit dem Reparaturkit. Noch eine Spinne. Was ist hier? Da geht's rein.
gehen wir jetzt mal noch nicht lang. Das werden wir auch dann mit Ron zusammen mal genauer anschauen, was da drin ist. So, jetzt können wir natürlich hier zurückgehen und könnten hier bei der wilden Flut, aber ich habe ja eh noch was im Rad drin, das bringt mir jetzt auch nichts. Das bringt mir ja jetzt auch nicht so wirklich was, ne? Muss man halt auch sagen. Bräuchte ich ein größeres. Ach komm! Also, schon nervig, ne? Die Steinnasen. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt erstmal einen schönen Tierpferch. Nicht Tierpferch. Ja, einen Stall für unsere Pferdchen werden wir bauen. Ja, ist mir egal. Alles voll mit Steinnasen. Da habe ich ja Bock drauf. Ultra nervig. Wir laufen mal zurück. Oh oh. Oh. Was ist das denn? Ja, komm weg. Die töten mir hier noch, sonst Ripley noch. Oh, da ist ein normales Nashorn. Vielleicht finden wir jetzt hier echt. Vielleicht finden wir jetzt. Oh, nee. Au. Das ist ein Puma. Den hätte ich eigentlich auch gern. Greif mal an. Au. Okay, komm, laufen, 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 laufen. Oh, die kämpfen jetzt gegeneinander, das ist eigentlich ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Davon können wir profitieren. Wir schauen jetzt mal, wer gewinnt. Und dann greifen wir an. Ich repariere jetzt bloß mal schnell noch meine Axt hier. Gleich. So. Au. Die Nashörner, die fliegen auch immer noch. Berglöwe! Gibt's von dem den Kopf? Wahrscheinlich wieder nicht. Ich glaube, die haben sich nicht mal die Mühe gemacht. Nee. Ich glaube, die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, hier neue, neue Köpfe einzuführen. Nehmen wir da jetzt die Haut mit oder das Fleisch? Ach ja, verbindlich, genau. Aber wir nehmen das Fleisch mit und einen Nashornkopf. Vielleicht finden wir hier echt noch ein Baby-Nashorn. Das wäre nice. Das wäre nice. Voll die Abstauber hier.
Wir laufen jetzt hier einfach mal durch. Und gucken mal. Aber hier scheinen auch nur große Nashörner rumzulaufen. Also erwachsene Nashörner quasi. Ich sehe hier keine Jungtiere. Schade eigentlich.